Bin ich ein guter Verwalter? Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir hören heute von Jesus, der Herr antwortete: Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr einsetzen wird, damit er seinem Gesinde zur rechten Zeit die Nahrung zuteilt? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Wahrhaftig, das sage ich euch, er wird ihn zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Die heilige Elisabeth von Thüringen war gerade dafür bekannt, dass sie mildtätig war und aus der Wartburg in ihrer Schürze oder ihrem Körbchen immer wieder viele Gaben zu den Armen hinaustrug. Einmal wurde sie bei ihrem Mann deswegen angeschwärzt. Als Elisabeth eines Tages auf dem Weg war, begegnete sie ihrem Ehemann Ludwig, der fragte, was in ihrem Korb sei. Als sie das Tuch vom Korb hob, waren aus den Brotlaibern Rosenblätter geworden. Das berührte ihren Mann so sehr, dass er fortan seiner Frau erlaubte, freigebig und mildtätig zu sein. Auch wir sollen gute Verwalter all dieser Güter sein, die Gott uns hier auf der Erde anvertraut hat, um den Hunger der Menschen zu stillen. Wichtig dabei ist, nicht zu übersehen, dass auch die Seelen der Menschen nach Nahrung hungern, nämlich nach dem Wort Gottes. In unserer Familie waren wir Kinder so gesegnet, dass unsere Mama immer wieder Geschichten aus der Bibel uns Kindern erzählt hat. Wir hatten damals ein großes Bild vom barmherzigen Samariter in unserem Schlafzimmer hängen. Gerade diese Geschichte aus der Bibel wollten wir Kinder immer wieder hören. Nicht von ungefähr kam es, dass drei von uns nun Brüder Samariter geworden sind und uns bemühen, den notleidenden Menschen zu helfen. Was nun heute im Evangelium sehr bewegend ist, wenn wir die Güter auf der Erde, die Gott uns anvertraut hat, gut verwalten, wird Gott uns zum Verwalter seines ganzen Vermögens machen. Ja, es ist ein geheimnisvolles Wort. Was meint Jesus mit diesen Worten? Ja, wunderbare, großartige Welten erwarten uns nach dem Tod im Reich unseres Vaters im Himmel, wo wir uns dann nicht langweilen werden, sondern, wie die kleine heilige Therese vom Kinde Jesu, unseren Himmel gerade damit verbringen dürfen, Rosen den Menschen auf die Erde zu werfen. Jesus, bitte hilf uns, gute Verwalter deiner Güter hier auf der Erde zu werden und zu sein. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, binde, breche und entmach dich alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch und eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben, und setzt euch frei davon. Im Namen Jesu trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Bitte die Mutter Gottes, sie möge durch ihr unbeflecktes Herz all dies Negative in Segen und Heil für euch verwandeln. Und so segne, stärke, heile und schütze euch der allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen wünsche ich einen gesegneten und wunderschönen Tag.